wenn ein Mensch schon überlegt, okay, ich denke, ich werde mit dem Schluss machen, das ist ja Punkt. Ja. Du bist schlau, du bist schlau. Weil wenn du schon darüber nachdenkst, ob du mit jemandem Schluss machen sollst oder nicht. Ja. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's Marjorie, falls ihr bin ich hier mit. Damit. Sosa. Labe. Barnes. Nadine. Daniela. Und heute sind wir wieder zurück mit einigen Storytimes. Erste Story. Hallo Marjorie, ich bin weiblich 19, habe einen Jungen übers Internet kennengelernt. Wir haben uns nach ein paar Tagen getroffen und haben dann den Tag zusammen verbracht und hatten noch Sex. Und am nächsten Tag haben wir uns gestritten, weil ich eifersüchtig war. Und ich wollte das Problem klären. Aber er war halt immer noch sauer und jetzt beantwortet er nicht mehr meine Nachrichten, aber guckt sich meine Snapchat-Story an, aber schreibt mir nicht und ruft mich nicht an, ich verstehe es nicht. Als wir uns getroffen haben, ist er 4 Stunden mit dem Auto gefahren und ich 2 Stunden Zug. Und dazu muss ich noch sagen, er war sauer, weil ich ihm nicht vertraut habe und ihm vorgeworfen habe, dass er mit einem Mädchen ist, was aber nicht so war. Meine Frage noch. Denkt ihr, eine Fernbeziehung von 292 Kilometer Entfernung würde klappen? Also deine Frage, wie viel das ist das? Das Bist du? Ich habe nicht verstanden. Warte mal. Die Story hat nicht mit ihrer Frage zu tun. Hört mal zu. Guck mal, die ist dieselbe Person. Schau mal. Sie trifft sich mit ihrem Dad, ihn übers Internet kennengelernt. Nach ein paar Tagen. Wir sehen, denken so, 4 Tagen haben sie sich getroffen. Die haben miteinander geschlafen. Und dann hat er ihr nicht mehr geantwortet. Weder auf Nachrichten noch Anrufe. Die haben sich gestritten und dann hat er ihn nie wieder geantwortet. Aber erstmal das. Warum schläfst du mit einem Jungen, den nach du nicht nach 4 Tagen? Nein! Als allererstes, wie kannst du das? Oder im Internet, weißt du, der Hate hat und nicht das. Die Frage, deine Frage, die passt gar nicht selbst. Eigentlich musst du fragen, ja, sollte ich noch weiter mit dem Kontakt haben? Meint ihr das ernst? Ja. Was ist das denn? Die fragt uns, denkt ihr eine Fernbeziehung? Die haben nicht mehr eine Beziehung, ne? Aber ist vorbei! Da wollte ich Sex haben, denkt ihr eine Fernbeziehung von 292 Kilometer Entfernung würde klappen? Du denkst immer zu schnell, das klappt, aber nicht so. Das klappt, Frauen denken, das ist zu weit. Das könnte klappen, aber mit einer anderen Geschichte. Das klappt nicht, wenn ich schon nach 4 Tagen mit einer geschlafen habe. Dann ist auch keine Beziehung. Das ist ein One-Night-Stand. Der denkt, weil er 4 Stunden gefahren ist, dass er aber Männer, ne? Frauen, schlaft nicht nach 4 Tagen mit einem Typen. Warum seid ihr dann eifersüchtig? Weil du kennst den Typ nicht. Du hast keinen Grund. Und er hat auch kein Recht, es sei denn, er hat Jungfrau, der einzige Grund, weil sie ihn liebt, die ist geboren. Aber nach 4 Tagen, wenn er sie Jungfrau hat, dann ist das echt wichtig. Aber warum ist sie eifersüchtig? Das ist die wichtigste Frage. Die denkt, weil er 4 Stunden gefahren ist, weil die miteinander geschlafen haben, die sind in einer Beziehung. Oder aber die waren nur Wallerspieler. Bevor ihr miteinander geschlafen habt, musst du erst mal fragen, was sind wir? Nicht, oh, komm Schatz, wir gehen ins Zimmer rein, das geht doch nicht. Nee, aber das macht keinen Sinn. Deine Frage hat echt nichts mit deiner Story. Du hast dich unterwegs verkauft. Das ist ungefähr von hier nach Frankfurt. So 263 Kilometer. Ja, das wird noch gehen. Das wird, aber mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Geschichte wird das klappen. Genau. Aber so schnell wie. Aber im Endeffekt. Er meint es nicht ernst mit dir. Er meint es nicht ernst mit dir, weil kein Junge dir mit einem fremden Mädchen nach 4 Tagen oder nach 5 Tagen. Das war einmal rein, einmal raus. Und dann streitet man sich einmal und dann meldet er sich nicht mehr. Er schaut sich deine Snaps an, er lacht dich aus, weil. Ja, der Kumpel. Vielleicht meldet er sich schon in 6 Monaten wieder das Gleiche. Warum sind Mädchen so? Dann springen. Oh, nee, geht raus. Die ist geflogen, die rennt ja. Aber was sagen wir ihr jetzt? Vergiss das auf die Zukunft, sei schlauer. Und schlaf nicht mit irgendjemandem nach 4 Tagen. Ja. Oder erst recht, wenn du ihn kennengelernt hast. Genau, nein. Du weißt nicht, ob er Krankheiten hat, was seine Vorgänge. Du kennst ihn nicht. Man kann nicht so viel sagen. Man kann nicht so viel Krankheiten einholen. Und jetzt?
der ist Schwester. Ja, ja. Besser, ja. Weil Montag. Sie geschützt hat, weil ich denke, die hat mich geschützt. Nee. Nach 4 Tagen. Mal gucken, schwanger. Nach 4 Tagen. Sie schwanger. Und zwar hatte ich einen Freund, er ist Nafri. Ich bin schwarz. Ich habe mit ihm Schluss gemacht, weil seine ganzen Freunde gegen unsere Beziehung waren. Das war nicht mal das Schlimme daran. Das Schlimmste war, dass sie mich beleidigt haben und meinten, es wäre eine Schande, mit etwas wie mir zusammen zu sein. Ich habe Schluss gemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Jetzt ist er sauer, das kann ich auch verstehen. Was? Das kann ich auch verstehen. Das kann ich auch verstehen, hat sie geschrieben. Ja, ja. Oh, aber er schreibt mir furchtbare Dinge, wie ich kriege niemals wieder eine bessere wie ihn. Und ich hätte mich glücklich schätzen sollen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Ich bin nur noch am Weinen. Und das habe ich nicht gelesen mit dem. Sie versteht es. So was kannst du nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen. Was solltest du nicht verstehen? Ey, der Junge hat dich. Also er beleidigt Nein, dich. Weil hätte der dich geschätzt, wirklich, dann würdest du niemals Schluss machen. Punkt 1. Warum beleidigt er dich? Kinder. Ja. Ja, Männer halt. Wenn die keine Kontrolle haben. Und du hast ja mit ihm Schluss gemacht. Du weißt ja, warum. Ego ist gelaufen. Ja, und sie weiß ja, warum sie mit ihm Schluss gemacht hat. Sie hat ja einen Grund gehabt. Die haben ihn beleidigt. Er als Freund hätte dich verteidigen sollen. Vor seinen Freunden hätte sagen sollen: guck mal, das ist meine Freundin. Ja. Hört auf! Fertig. Das wird jetzt die Fetch aus Ende. Irgendwann werden die sowieso damit auch in genau. Fall. Genau. Die müssten sich trotzdem akzeptieren, ja. Und er hätte dir das auch niemals erzählen sollen, falls du es nicht von anderen gehört hast. So, oder ne? Die nicht selber zu dir gekommen sind. Das ist es. Aber das seid mal alle ehrlich: Freunde beeinflussen trotzdem die Beziehung. Nein! Ja, nein. Ja. Komm schon! Ja, das ist ja der Punkt, wenn du einen eigenen Kopf hast. Ja. Dann nicht! Dann nicht! Dann nicht. Ja. Du vielleicht. Vielleicht steckst du vielleicht du. Sagen die das oder so, weißt du? Ja, aber genau. Wenn du sagen, wer Helle sagt, verlass den, verlässt du den. Nein, aber wenn sie einen Grund hat, dann würde ich mir überlegen, warum sagst du das? Warum denkst du danach, weil sie ist aus der Ordnung? Ja, aber ist meine beste Freundin. Der Grund ist, der ist weiß. Aber das Ding ist, nachdenken tust du sowieso immer. So, und im Endeffekt, du triffst die Entscheidung. Ja. Genau, das du bist ein eigener Herr. Das ist es. Und du wusstest ja, warum du Schluss machst. Deswegen, ich verstehe nicht, warum. Okay, doch, ich verstehe schon, dass es dir nicht gut geht, aber ich verstehe nicht, dass du ihn verstehst. Weil wie willst du einen Typen verstehen, da gibt's nichts zu verstehen, der schlecht zu dir war? Nein. Ne? Ich meine, bei sowas, der respektiert dich gar nicht. Ich meine, auch bei anderen Sachen. Ja. Ich habe auch eine Freundin da, ihr Freund. Nee, die Freundin, also genau dieselbe Situation, aber der Freund hat gesagt, hör mal zu, das ist meine Freundin. Ihr habt das zu akzeptieren, fertig. Die müssen ja auch richtig. Das ist auch richtig so. Und deswegen, dieses Ganze, dass du unglücklich bist, genau, das ist es. Und dass du unglücklich bist, das wissen wir. Wir wissen, wie du dich fühlst, dass du nicht mehr essen kannst, dass du nicht schlafen kannst, dass du heulst, aber das vergeht. Ja, vergeht das. Und du findest einen besseren. Ja, aber nein, such gar nicht nach irgendjemandem. Nimm dir Zeit, mach dein Ding, weil das dauert ja. Dass mal über eine Person hinwegkommt, erstmal das hier. Also, wir raten dir dabei, geh nicht mehr zu ihm zurück. Lass dir erstmal Zeit. Ja. Überleg es dir gut. Finde dich selbst. Finde dich selbst. Ja. Lern dich selbst zu lieben. Self-love is the key. Finde ich. Okay, nächste Story. Hier, jetzt kommt das. Hallo, ich hoffe, es stört nicht, dass ich mit meinem Fake-Account, mit einem Fake-Account schreibe. Siehst du, jeder hat Fake-Account. Siehst du? Mein Freund hat aber mein Instagram-Passwort und ich habe Angst, dass er das mitbekommen könnte. Es geht um meine Beziehung. Ich bin seit 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir halten das fest. 3 Jahre, okay? Mhm. Er ist 23, ich bin 20. Mhm. Ich bin Kurdin und Jesidin. Mhm. Er ist aus Togo und Chris. Halten wir auch fest. Mhm. Okay. Also unsere Religion? Weiß. Genau. Mhm. Sie ist ja Kurdin, sie kommt aus Togo. Sie ist gelb. Unsere Religionen und Nationalitäten haben am Anfang gar keine Rolle gespielt. Mhm. Aber seit einigen Monaten benimmt er sich komisch. Ihn stört es, dass ich mich kurz anziehe, was ich akzeptiert habe. Und ich habe es auch sein gelassen. Mhm. Fand ich nicht dramatisch. Okay. Allerdings sagte er mir letztens, dass es ihn gestört hat, dass ich bis zur Ehe mit dem Geschlechtsverkehr warten will, aufgrund meiner religiösen Kultur. Mhm. Er meinte auch, dass ich mich nicht aufregen sollte, wenn er sich das woanders holen würde. Oh. Ne? Schon da macht es glücklich. Genau. Sie war so sauer und wütend. Genau, und sie sagt halt zu ihm, dass er mit jedem schlafen soll, mit wem er will. Okay, weil Wörter geht nicht, ja. Sein Handy war danach die ganze Nacht aus und seine Freunde haben ihm auch nicht mehr geantwortet. Diese Freunde. Ich habe meiner Familie noch nicht von ihm erzählt, weil ich Angst vor deren Reaktion habe. In unserer Kultur und Religion ist es nämlich nicht erlaubt, andersgläubig zu heiraten oder mit ihnen zusammen zu sein. Und es wird auch oftmals bestraft,
bestraft mit Rauschmiss oder mit Schlägern. Er ist total unverständlich und sagt, dass ich ein Kind bin und deshalb nicht den nächsten Schritt machen will. Es verletzt mich total. Ich liebe ihn wirklich, aber ich bin doch nicht bereit, alles zu riskieren. Ich weiß, dass ich mich, sobald ich meiner Familie davon erzähle, entscheiden muss für eine Seite. Und ohne meine Familie kann und will ich nicht leben. So, warte mal. Der nächste Schritt ist, miteinander zu schlafen, oder was? Der nächste Schritt ist eigentlich, dass ich erst meine Familie sage. Aber im Endeffekt hatte die Beziehung sowieso keinen Sinn. Okay, das kommt. Aber er wollte sie doch dazu drängen. Aber hör zu, warte mal. Mich verletzt es, dass er so verletzende Dinge sagt, wie dass ich kein Kind, wie, dass ich ein Kind bin und dass ich noch unreif bin für eine Beziehung. Er war eigentlich gar nicht so. Es ist so, als ob ich mit einer fremden Person zusammen bin und ich Angst haben muss, dass es jeden Moment zu einem Streit oder Handgreiflichkeit kommen kann. Ich liebe ihn, wie gesagt, sehr, aber weiß nicht, ob das Ganze eine Zukunft haben kann und wird. Bin einfach verzweifelt und will es beenden, aber andererseits verbindet uns auch so viel. Was soll ich tun? Wir waren 3 Jahre zusammen, haben zwei verschiedene Religionen, so. Weiß, schwarz. Ja. Er drängt sie, er sagt, sie ist unreif. Nach 3 Jahren sagt er zu ihr, sie ist unreif, weil sie nicht mit ihm schlafen will. Er sagt zu ihr, wenn du es mir nicht gibst, hole ich es mir irgendwo. Seht ihr Männer? Dämonen. Wie? Aber warte mal, Dämonen! Guck mal, du bist doof, du musst es aber wissen nach 3 Jahren. Guck mal, ne? Was ist das hier? Du hast deine Zeit vergoldet. 3 Jahre, du hast dich vergoldet. Aber jetzt weißt du. Warum ist der Mann ein Dämon? Der Mann ist ein Dämon. Du kannst sagen, Schulz mit woanders. Dann ist der Mann unreif. Der ist kein Dämon in dem Moment. Ein Dämon ist eine Frau, die mit einem Mann spielt. Junge, weißt du, der spielt doch. Der ist sogar noch gar nicht. Und er sagt, ich gehe irgendwo anders hin. Zwar das nicht korrekt, ne? Ich sag auch nicht, das ist nicht korrekt, was du machst. Ja, aber der ist ehrlich. Aber was die Frau nicht sagt. Weißt du, was ich meine? Die sind. Wenn er nach 3 Jahren nicht warten kann, ist das sein Problem, weißt du? Aber jetzt ich, wenn ich wirklich liebe, wie er das gesagt hat, dann muss er noch weitere 7 Jahre warten. Bist du aufsteigen? Aber das Ding ist, diese Beziehung hat eh keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Aber die Beziehung hat ja sowieso keinen Sinn. Der Junge war schwarz. Die ist eine Kuddel. Wieso? Entweder man wird rausgeschmissen, aber man wird bestraft. Aber der hat schon gesagt, am Ende, die muss sich entscheiden. Ich hätte sowas eigentlich von der anderen gesagt, erwartet. Die liebt ihre Familie über alles. Das heißt, die hat sich schon entschieden für welche Familie. Aber guck mal, du bist nicht mal Deutsche. Deswegen hat deine Beziehung keine Zukunft. Weil im Endeffekt, guck mal, ihr seid 3 Jahre zusammen. Deine Eltern kennen nicht deinen Freund, so. Ciao! Ja, nach 3 Jahren. Ja, also schon wieder mit der Sprache. Du kannst echt gut bügeln. Guck mal, wir sind seit 3 Jahren zusammen und so. Genau. Und, ich möchte schon gerne Geschlechtsverkehr den nächsten Schritt haben und so. Dann wäre das ja was anderes. Aber zu sagen so, ja entweder du schläfst mit mir oder schulst mit mir. Warte mal, du meinst es ja, der war ehrlich. Ehrlich oder nicht? Ja. Das ist das so Soziale. Kannst du das okay. Seit 3 Jahren okay, dann lieber, ne? Mach Schluss und mach deinen Weg. Das ist das oder so. Aber der wollte einfach, der dachte bestimmt, in dem Moment, wenn er das sagt, kriegt er die Ruhe. Wenn er das sagt, vielleicht sagt er, okay, komm, lass einfach machen. Aber dieses Mädchen war zu schlau für ihn, hat gesagt, ja, nee, stopp. Besser nicht. Aber trotzdem. Aber würde das Frau machen, dann hättest du gesagt, Freundin Dämonen. Der hat auch Dämonen. Ich kann den Gründe sagen. Der Typ ist der Dämon. Nein. Hör mal zu, der Typ, ne, das wäre ein Dämon für mich. Wäre einfach gegangen und schon gemacht. Dankeschön. Weißt du, was aber er hat die Eier zu sagen. Aber erst nachdem er es gesagt hat. Dankeschön. Der hat die Locker betrogen. Ja, aber erst nachdem er es gesagt hat, hör mal zu. Der muss. Wie? Guck mal. Er hat die Locker betrogen. Scheiße. Wie der das formuliert hat. Weißt du, was ich meine? Der hätte das auch anders formulieren können mit dem Satz. Weißt du, was ich meine? Der hat einfach Scheiß formuliert. Aber das ist kein Dämon. Der ist ja immer. Ey, ihr Frauen seid Shaitans. Nee, also ich finde, du weißt ganz gut, selbst ist halt keine Zukunft. Ja, die überlegt ja selber schon, wenn ein Mensch schon überlegt, okay, ich denke, ich werde mit dem Schluss machen, das ist ja Punkt. Gar nichts. Weil wenn du schon drüber nachdenkst, ob du mit jemandem Schluss machen sollst oder nicht. Ja.
Du willst es nicht. Ja, du willst Kali. Es nicht mehr. Und Bianca auch. Schon bei diesem Satz hätte es Klick machen sollen bei dir. Weil das ist Respektlosigkeit. Er respektiert dich nicht. Sowas sagt man nicht bei seiner Freundin. Nein. Und dann sagst du, nach 3 Jahren ist ihm erst aufgefallen, dass du unreif bist, dass du kindlich bist. Und wenn dich das doch so stark verletzt, dann ihr. Was sagst du? Okay, was sagst du? Got him. Ja, Schluss direkt. Daniela, was sagst du? Ich will das nicht aufgeben, du bist eh ein Sie sagt eh, das hat keinen Sinn. Mach Schluss. Ja. Finde ich einen schönen Jesiden. Jesiden? Ja, du musst doch einen heiraten, der Jeside ist. Was sagst du? Was sagst du? Scheiß auf den! Ja, ich sag auch Scheiß auf den. Scheiß auf den. Ja, das ist schon ein bisschen hart. Das ist hart. Ja! Alter, das ist schon ein Goldschlag. Es tut dem Herzen weh. Vor allem sagt er sowieso, er ist ihr fremd geworden. Die hat Angst vor dir. Ja. Dass sie sich nicht schlafen oder so. Ja, wenn du Angst vor deinem eigenen Freund hast, dann musst du Klick machen. Boy, bye. Geh! Ja, das war's mit unserer Chit-Chat-Story-Time-Reihe gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Chit-Chat Sunday. It's hot. Es war heiß, ja.